Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen Let's Play Format. Heute starten wir mit Old World. Das Spiel habe ich letztes Jahr schon gekauft in einem Sale. Ich glaube, es war im Weihnachts-Sale. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt fange ich an, das Spiel zu spielen. Das liegt daran, dass heute am 4.10.2023 das dritte DLC erschienen ist. Das dritte DLC heißt Pharaohs of the Nile oder Nil oder wie auch immer man das ausspricht auf Englisch. Also die Pharaonen vom Nil. Ja, ihr seht hier unten links, habe ich es gerade auch geblendet. Das sind die drei DLCs, die ich schon noch dazu gekauft habe. Ja, und ich dachte mir, wir fangen mal damit an, dass wir in diesem kleinen Kurz-Let's Play, was eben heute jetzt startet, erstmal das Tutorial spielen. Beziehungsweise, wir gucken mal rein im Übungsspiel. Ja, da gibt es 5 Tutorial-Parts. Und dann gibt es nochmal 4 Lernen durch Spielen. Wenn man da draufklickt, dann sind das sozusagen Standardspiele mit festgelegten Karten. Das ist, wie hier steht, auch für Content Creators und Walkthroughs sozusagen mit einer stabilen Spielerfahrung zu machen. Und hier kann man verschiedene Szenarien, sag ich mal, durchgehen. Damit wollen wir nicht anfangen. Wir fangen mit den Übungsspielen an. Und wenn wir das geschafft haben, ich weiß nicht genau, wie viele Folgen das werden, 4, 5 vielleicht, würde ich mal sagen, dann würden wir als nächstes ein Let's Play starten als Einzelspieler. Und da gucken wir dann mal rein. Da gibt es eine ganze Menge, wie ihr sehen könnt, eine ganze Menge von Herrschern. Und da sind eben jetzt auch ein paar neue dazugekommen. Aber fragt mich, welche das sind. Ne? Fragt mich, welche das sind. Ich hätte natürlich vorher mal... Hier, das sind die. Die Kusch sind dazu gekommen. Ja. Und soweit ich weiß, kann man die auch in der ersten Woche bis zum, ich glaube bis zum 10. Oktober auch spielen, wenn man das nur das Hauptspiel hat. Die sind quasi jetzt gerade freigeschaltet für alle. Ändert sich aber auch wieder. Ja, die Kusch sind neu dazu gekommen. Also es gibt eine ganze Menge von Herrschern und da suchen wir uns dann im Let's Play einen aus. Falls ihr da Erfahrungen habt oder ja, mir mitteilen wollt, welchen ich am besten für den Anfang, für die erste Runde so spielen soll, dann ja, lasst mich das gerne wissen. Das ganze Format hier soll so ein bisschen gerade Victoria 3 ersetzen, denn Victoria 3, da habe ich jetzt eine ganze Zeit lang gespielt und da brauche ich jetzt mal eine Pause. Vielleicht starten wir da nächstes Jahr im März nochmal rein, wenn wir dann das nächste größere DLC haben. Da müssen wir mal gucken, was das kostet und was dazu bringt und dann entscheiden wir wahrscheinlich gemeinsam, ob wir das dann starten. Jetzt starten wir erstmal mit Old World. Ist ja auch ein schönes Strategiespiel 4X. Macht einiges anders als Civilization. Ich bin totaler Anfänger in dem Spiel, also habe wirklich noch keine einzige Minute gespielt. Und ja, machen jetzt zusammen erstmal das Tutorial. Wie gesagt, seht ihr ja auch oben rechts, ist ja auch eingeblendet, wie die Playlist aussieht. Und im Anschluss daran gibt es dann eben ein langes Let's Play mit einer richtigen Reihe quasi. Ja. Dann geht's jetzt los. Wir fangen an mit Tutorial 1, die alte Welt. Old World versetzt euch in die klassische Antike des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens zurück, wo ihr eine von 7 geschichtlich relevanten Nationen anführen müsst. Ihr startet mit einem einzigen Siedler und müsst von ihm ausgehend ein Imperium inmitten bereits entwickelter Nationen aufbauen. Dieses Tutorial ist der erste Teil der Reihe und hilft euch dabei, die Grundlagen von Old World zu erlernen. Diese Tutorials decken nicht alle Optionen des Spiels ab, werden euch aber die Grundlagen des Regierens eurer Nation vermitteln. Pop-up-Fenster zeigen euch die Informationen an, die ihr benötigt, um loszulegen. Später werdet ihr Ziele erhalten, die ihr erreichen müsst, wodurch ihr praktische Erfahrungen für die Führung einer Nation sammelt. Klickt auf die grüne Schaltfläche, Spiel starten, um fortzufahren. Gut, das müssen wir natürlich jetzt nicht noch unbedingt dazu machen, aber gut. Gucken wir uns mal an, was das Tutorial kann. Old World. In Old World könnt ihr Kundschafter zur Erkundung der Karte entsenden. Eure Nation erweitern, indem ihr Stadtstandorte zum Bau von Städten nutzt, Luxusgüter und sammelbare Rohstoffe nutzen, sowie Armeen rekrutieren, um rivalisierende Nationen und Stämme zu vernichten oder mit ihnen zu verhandeln und Handel zu treiben. Ihr habt die Wahl. Klickt jetzt auf die Schaltfläche ganz unten in diesem Pop-up. Ich bin bereit, die alte Welt zu erkunden. Das ist schön. Zack. Nächstes Pop-up. Gut gemacht. Gehen wir nun die wichtigsten Objekte durch, die ihr kennen solltet, um diese Tutorials abschließen zu können.
Die Menüschaltfläche, über die ihr das Spiel beenden könnt, befindet sich in der linken oberen Ecke. Drei waagerechte Linien. Die kann ich jetzt gerade nicht sehen, weil da mein Aufnahmetool darüber ist, aber ich weiß ja ungefähr, wo sie sein sollten. Ja. Tutorial-Ziele werden rechts unten angezeigt. Ihr könnt sie also leicht im Überblick behalten, wenn sie erst einmal da sind. Die Minikarte befindet sich in der rechten unteren Ecke. Die Zyklus-Schaltfläche findet sich in der linken unteren Ecke. Sie zeigt alle verbleibenden Aktionen einzeln an. Okay. Sobald alle Aktionen durchgeführt wurden, erscheint in der Zyklus-Schaltfläche die Option Ja beenden. Wenn ihr darauf klickt, geht es mit dem nächsten Zug weiter. Mit den Schaltflächen oberhalb von Zyklus könnt ihr spezifische Kategorien durchsuchen, etwa Ereignisse, zivile Einheiten, militärische Einheiten, Kundschafter und Städte. Die letzte Schaltfläche Bestätigen ist eine Ja-Beenden-Schaltfläche, die ihr dann verwenden könnt, wenn ihr alle für diesen Zug geplanten Aktionen durchgeführt habt. Das sieht man jetzt leider alles noch gar nicht, ne? Naja. Um die Karte zu bewegen, müsst ihr die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus über die Karte bewegen. Wenn ihr im Vollbildmodus spielt, könnt ihr den Mauszeiger an den Bildschirmrand bewegen, tun wir, um die Karte in diese Richtung weiter zu scrollen. Nutzt das Mausrad, um ein- und raus zu zoomen. Klickt die Schaltfläche unten im Pop-up, um fortzufahren. Na gut, gucken wir mal. Wa? Befehle. Das ist ja schon mal schön hier. Was zeigt hier diese Schriftrollen? Seht ihr das? Die Schriftrollen sind Befehle, da wird es noch sehr wichtig werden. Befehle, naja. Befehle haben in Old World eine wichtige Funktion. Einheiten können sich in jedem Zug mehrere Male fortbewegen. Jede Bewegung verbraucht allerdings einen Befehl. Andere Aktionen, etwa angreifen oder bauen, verbrauchen ebenfalls Befehle. Die verfügbaren Befehle seht ihr in der linken unteren Ecke des Oberhauptfensters neben dem Schriftrollen-Symbol. Jetzt offensichtlich 7 hier. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Die konzentrischen blauen Ringe rund um eine ausgewählte Einheit stehen für die Anzahl der Befehle, die ihr benötigt, um die Einheit über eine gewisse Entfernung bewegen zu können. Jede überschrittene Linie bedeutet, dass ein weiterer Befehl verbraucht wird, um den Zielort zu erreichen. Die Frequenz, mit der Befehl pro Zug erzeugt werden, hängt von der Legitimität eures Oberhauptes ab, kann allerdings auch durch gewisse Erweiterungen erhöht werden. Ihr könnt Befehle außerdem käuflich erwerben, indem ihr auf das Schriftrollensymbol im Oberhauptmenü klickt. Die Erzeugungsrate der Befehle steigt und fällt je nach Schwierigkeitsgrad. Alles klar. Also was steht jetzt hier? Legitimität ist wichtig. Erweiterungen. Man kann sie aber kaufen, genau. Bedenkt, dass ihr innerhalb eines Zuges nicht unbedingt sämtliche Befehle aufbrauchen müsst. Überschüssige Befehle werden nach Beendigung eures Zugs für Geld verkauft. Das ist natürlich nett. Lasst uns nun einige Befehle erteilen. Wählt den Kundschafter auf der Karte aus, indem ihr darauf klickt. Dieses Ziel wird gemeinsam mit allen anderen Zielen rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt, sobald ihr auf die untere Schaltfläche geklickt habt. Ach, hier sind die Ziele. Endlich sind wir beim Spiel, nach lustigen 8,5 Minuten. Aber gut, so, wir spielen offensichtlich Griechenland, ja, hier. Wir wählen den jetzt mal aus, kann man den auswählen? Heieiei, jetzt habe ich da drauf geklickt. Okay. Kundschafter haben eine größere Sichtweite und eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit als andere Einheiten, weshalb sie sich perfekt für die Erkundung der Karten eignen. Wenn euer Kundschafter auf einem Hügel steht, erhöht sich seine Sichtweite. Wälder führen im Gegenteil dazu, dass sie reduziert wird. Ein Kundschafter ist versteckt, sobald er sich auf einem Feld mit Wäldern befindet. Ein vortrefflicher Ort, um herauszufinden, was eure Feinde gerade im Schilde führen. Das Gelände, über das sich eure Einheiten bewegen, hat ebenfalls einen Einfluss auf die Bewegungsreichweite pro Zug. Hügel, Wüsten oder Flüsse, die überquert werden müssen, sowie Gebüsche und Wälder, verbrauchen allesamt einen zusätzlichen Bewegungspunkt. Flüsse innerhalb eurer Grenzen verbrauchen nur 2/3 eines Bewegungspunkts. Straßen innerhalb eurer Grenzen oder auf nicht beanspruchtem Gebiet verbrauchen ebenfalls nur 2/3 eines Bewegungspunkts. Lasst uns nun dieses Tal erkunden, bewegt den Kundschafter nach Norden und überquert den Fluss, indem ihr auf ein rot hervorgehobenes Feld rechts klickt, während ihr den Kundschafter ausgewählt habt. So, das erste, was wir jetzt mal testen, ist die Steuerung. Da geht WASD,
Da geht auch das Scrollen am Rand. Und das rein, rauszoomen geht. Und das Einzoomen geht auch. Wie weit geht denn das Einzoomen? Oh ja, das ist ja ordentlich. Das sieht doch schon mal schön aus, oder? Das ist jetzt Griechenland. Und unser Kundschafter, den haben wir ausgewählt. Das ist alles ein bisschen sehr klein. Da könnte man natürlich mal gucken, ob man das mit der Zeit ein bisschen größer machen kann. Wollen wir das mal eben machen. Man muss ja gucken, dass man das auch erkennen kann. Ich meine, ich habe meine Brille auf, aber ihr so? Ich weiß es nicht. So, hier gibt es keine... Warte mal hier. UI. Tooltip-Verzögerung. Intensität der Teamfarbe. Barrierefreiheit. HUD-Skalierung. Passt die Größe von Elementen der Benutzerfläche im Hauptmenü an. Okay, warte mal, im Hauptmenü? Passe die Größe von Elementen der Benutzeroberfläche im Hauptmenü an. Naja, zumindest mal einen haben wir mal größer gemacht. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Müssen wir mal gucken, ob wir damit leben können. So, wir markieren den nochmal. Und jetzt kann ich hier meine, mit meinen Befehlen 6 Stück bis dahin. Nee. Ist das denn ernst? Du brauchst doch nicht 6 für ein Feld. Ah ne, der zählt rückwärts, wie viel wir dann noch haben, ne? Und was sind das für Punkte über ihm? Erkundung des Tals. Wenn ihr in Old World ein neues Spiel beginnt, ist die Karte noch nicht erkundet. Die vielen dunklen Ecken der Welt und die darin befindlichen Geheimnisse warten darauf, von euch entdeckt zu werden. Schickt euren Kundschafter, um den Nebel zurückzudrängen und entdeckt mysteriöse Ruinen, feindliche Barbaren, eine Vielzahl an Stämmen und anderen Nationen sowie zahlreiche exotische Glaubensrichtungen, die ihr zu eurer Staatsreligion erklären könnt. Gerüchten zufolge haben ständliche Barbaren am Ende dieses Tals ein Lager errichtet. Schickt euren Kundschafter nach Norden, um diesen Verdacht zu bestätigen. Bedenkt, dass jeder der konzentrischen blauen Ringe rund um eine Einheit für einen Befehl steht. Beim Auskundschaften empfiehlt es sich, die Einheit jeweils nur bis zum ersten blauen Ring zu bewegen, damit ihr auf Dinge reagieren könnt, die sich unter Umständen im Nebel verbergen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt einen, ihr seht ja genau noch einen. Befehlerrate, was? Aber hier habe ich jetzt nichts gesehen. Also ich meine, jetzt nichts Wildes. Hier kann ich nochmal, gehen wir mal hier in die Mitte, oder? Ja, hier ist noch ein Berg. Wir gehen mal hier in die Mitte. Sehr gut. Ah, hier ist es eine Bergkette. Seht ihr das hier? Wir müssen also ein bisschen mehr nach links. Sehr gut. Die haben ja gesagt, auf so einem Hügel ist irgendwie besser. So, was ist das jetzt? Was sind das? 100 rote Schilder. Was ist denn das? Erschöpfung. Eure Einheit ist erschöpft und kann sich in diesem Zug nicht weiter bewegen. Klickt auf die Schaltfläche Ja beenden unten links und fahrt mit dem nächsten Zug fort. Ach, das sind dann die 4 Punkte. Okay, alles klar. Das heißt, ich kann mich quasi 4 Punkte bewegen. Das ist das Maximum. Oder das ist eben hier sozusagen limitiert. Anhand der Befehle. Ne? Gab es eigentlich ein Tutorial bei Civilization? Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. So, jetzt machen wir mal hier was. Und zwar gucken wir mal. Wir haben jetzt 21. Das ist ja schön. Wie viel kriegen wir denn dazu? Steht das hier immer plus 10? Wir gehen mal hier hoch. Rohstoffe sammeln. Auf einem entfernten Hügel erkennt ihr ein wenig Erz. Erz kann mit Hilfe einer Mine zu Eisen verarbeitet werden, mit dessen Hilfe ihr wiederum in einer Stadt Krieger ausbilden könnt. Zuerst müssen wir jedoch nach einem passenden Standort suchen, auf dem eine Stadt errichtet werden kann. Wenn das Gerücht über die Barbaren am Ende des Tals stimmt, wäre es ratsam, einige Krieger mitzuführen. Kundschafter können Befehle verwenden, um sammelbare Rohstoffe einzusammeln. Um dies zu tun, müsst ihr auf die Korbschaltfläche im Aktionsmenü auf der linken Seite klicken, während euer Kundschafter ausgewählt ist und auf einem Feld steht, auf dem sich auch ein sammelbarer Rohstoff befindet. Ich werde meinen Kundschafter dazu einsetzen, das Erz abzubauen. Ach, hier ist das Erz, guck mal. Ja, haben wir natürlich jetzt ein bisschen verkackt, aber na gut, dann gehen wir mal hier hin.
Und jetzt können wir hier für einen... Verbraucht einen Befehl. Ah ja. Euer Kundschafter hat das Erz abgebaut. Es könnte einige Runden dauern, bis die Tutorial-Götter einige Krieger für euch ausgebildet haben. Erkundet weiterhin mit eurem Kundschafter das Tal. Okay. Ja, interessant, also... Erstmal kann man sagen, man kann tatsächlich hier was ernten und hier steht auch, Erz braucht Zeit, um sich erneut zu bilden, pro Jahr 1W6. Ah ja, okay, das heißt, hier wird auch ausgewürfelt, interessant. So, und die letzte Aktion. So, mehr können wir wieder nicht machen, oder? Dann schlafen wir nochmal eine Runde. Quatsch, wir schlafen eine Runde, ich meine natürlich, ihr wisst schon. Barbaren. Euer Kundschafter hat eine Barbarenhütte am Flussufer entdeckt. Das fruchtbare Ackerland rund um das Lager wäre perfekt als Standort eurer neuen Hauptstadt geeignet, wenn nur diese lästigen Barbaren nicht wären. Glücklicherweise haben die Tutorial-Götter dafür gesorgt, dass das von euch gesammelte Erz zur Ausbildung einiger Krieger genutzt wurde, die ihr normalerweise in einer Stadt ausbilden müsstet. Der Krieger ist eine Nahkampfeinheit und muss sich daher direkt neben einer feindlichen Einheit befinden, um diese angreifen zu können. Klickt mit der linken Maustaste auf den Krieger, um ihn auszuwählen. Klickt anschließend auf das rot hervorgehobene Feld in der Nähe des Barbarenlagers, um ihn dorthin zu bewegen. Rechtsklickt nun mit ausgewähltem Krieger auf das Lager, um dieses anzugreifen. Ihr könnt währenddessen euren Kundschafter weiter erkunden lassen, achtet aber darauf, dass er nicht in die Nähe der Barbaren gelangt, da euer Kundschafter sich im Falle eines Angriffs nicht verteidigen kann. Na. Ich finde, dass man hier die Grundlagen lernt, ist wirklich richtig gut. Ist wirklich gut. Ich habe 33, ich kann also in Ruhe hier rüber. Das kostet mich 2. Sehr gut. Und jetzt können wir hier angreifen. Die haben minus 12 Trefferpunkte. Machen wir einfach mal. Das kostet auch einen Punkt, oder? Es hieß ja, das würde auch einen Befehl kosten. So, wir gucken mal links. Das ist natürlich super winzig klein. Ach du heiliger Bimbam. Wer sind wir denn davon? Wir sind die linken Krieger, ne? Nehme ich mal an. Machen wir mal. Oh, da wurde im Hintergrund aber gekämpft. Alter Alter. Stadt, Standorte. Ihr habt ihnen ein wenig Schaden zugefügt. Doch diese Barbaren geben sich noch nicht geschlagen. Tatsächlich schicken sie sich an, einen Stadtstandort zu erobern. Die Karte ist voller Stadtstandorte. Nur an diesen Orten können Siedler neue Städte gründen. Beansprucht einen Stadtstandort für eure Nation, indem ihr ganz einfach eine Einheit darauf platziert. Ihr müsst die Barbaren besiegen, ehe ihr den Stadtstandort beanspruchen könnt. Euer Krieger kann nur einmal pro Zug angreifen. Es werden also einige Züge vergehen, ehe ihr die Barbaren besiegt habt. Die Barbaren können selbstverständlich ebenfalls angreifen, wenn sie am Zug sind. Euer Krieger hat in diesem Zug bereits angegriffen und befindet sich nun in der Abklingphase. Fahrt mit der Erkundung durch euren Erkundschafter fort, bis ihr die Barbaren besiegt und die Kontrolle über den Stadtstandort erlangt habt. Alles klar. So, können wir jetzt hier nochmal gucken. Also angreifen können wir jetzt nicht nochmal. Aber wir können jetzt hier nochmal kundschaften. Wir gehen hier nochmal auf das Feld. Ja, wir kundschaften hart aus. So, ist auch ein Fluss. Evros. Ich glaube, jetzt können wir nichts mehr anderes machen. Das geht nicht mehr. Angreifen geht auch nicht mehr. Ich mag das, den Sound, den man da so als Rückmeldung kriegt. Dann einmal das Jahr beenden. Und wir greifen wieder an. So, easy peasy. Ich hätte gedacht, jetzt kommt ein neuer Pop-up. Neues Pop-up, aber ist nicht so. Na gut. So, was müssen wir jetzt hier machen? Was haben wir denn hier alles? Schuldentilgung hat 4 verkauft, um Schulden bezahlen zu können. Einheit angegriffen, Krieger wurde angegriffen. Bonuseffekte, Hütte Griechenland plus 50 irgendwas. Okay. Vernichtet das Barbarenlager und besetzt den Stadtstandort. Haben wir doch, oder? Ich würde sagen, der ist besetzt. Oder müssen wir einen anderen besetzen hier? Nee, oder? Nee, der ist besetzt.
Was können wir denn machen? Etwas befördern, minus 70 Schilde. Hinzufügen, befestigen, Einheit befestigen. Ne, brauchen wir alles nicht, glaube ich. Setzt alles um, was ihr in diesem Tutorial gelernt habt. Fahrt mit dem Angriff auf das Barbarenlager mit eurem Krieger fort, bis es zerstört ist und euer Krieger in den Stadtstandort setzen kann. Gut, wahrscheinlich müssen wir nur einmal auf das Jahr zu Ende klicken. Griechenland hat gewonnen. Punkt Sieg. Oh, schließe das Übungsspiel Szenario 1 ab. Da gibt es auch ein Achievement für. Ja, hervorragend. Ja, dann sind wir jetzt nach 20 Minuten am Ende des ersten Tutorials angekommen. Griechenland hat den Punkt Sieg gewonnen. Sieg. Aber Imperator, ihr habt die Barbaren besiegt und die Kontrolle über den Stadtstandort erlangt. In diesem Tutorial habt ihr alles über die Grundlagen der Fortbewegung und des Angriffs mit Einheiten, der Kartenerkundung und über Stadtstandorte erfahren. Im nächsten Tutorial werdet ihr eure Hauptstadt gründen und eure Wirtschaft in Schwung bringen. Ich bin bereit. Zurück zum Hauptmenü. Ja gut. Also da würde ich doch mal sagen, für einen ersten Part gar nicht schlecht. Das haben wir abgeschlossen, hervorragend. Jetzt kommt ein Ort zum Leben. Den gucken wir uns im zweiten Teil an. Ich weiß nicht, ob wir jetzt für jeden Part hier einen Teil machen. Das kommt darauf an. Also ich sag mal, so eine 20-Minuten-Grenze finde ich schon okay. Reicht ja fürs Zusehen. Dient ja so ein bisschen dazu, euch quasi das Spiel auch beizubringen, wenn ihr auch neu seid in dem Spiel, so wie ich. Und wenn wir das durchgestanden haben, dann gibt es eben auch ein richtiges Let's Play. Gut, in diesem Sinne danke ich schon mal fürs Zusehen. Ich danke auch für Rückmeldungen und Feedback jeglicher Art, falls ihr dazu Lust habt. Und dann sehen wir uns im zweiten Teil vom Tutorial wieder. Macht's gut, bis dahin.